Good morning in the morning, schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Ihr seid wieder mit dabei mit einem Vlog, nämlich dieses Wochenende sehr konträr. Wir starten hier im Le Méridien in München, erstmal mit einem Gläschen Champagner. Noch bin ich alleine, aber gleich wird die Tafel hier voll sein, denn hier checken gleich alle Promis ein und auch mein Team von der M-Plus-Agentur, denn wir haben heute auf dem Christopher Streeter in München wieder den M-Plus-Truck und das nehme ich euch natürlich mit auf die Parade vom Wagen runter, danach noch zum VIP-Aftershow und danach fahre ich nach Regensburg zu den Schlossfestspielen von der Turn und Taxis und ich freue mich schon sehr. Ihr seht, das Video ist auf jeden Fall mal definitiv wert zuzuschauen. Hinter mir seht ihr jetzt unseren Truck, der noch ganz nackt ist. Und der wird jetzt gerade eben aufgebaut. Und wie er fertig aussieht, zeige ich euch natürlich. So, jetzt ist der Truck vollzählig. Wir sind voll. Und gleich geht's los. Wir warten jetzt nur mehr auf das offizielle Go vom Bürgermeister. Nach einem kleinen Toilettenstopp im Sub geht es jetzt weiter wieder auf den Wagen. Ich hoffe, wir erwischen wir noch schnell. Gleich sind wir da und ja, eben wurde ich total sexuell angemacht von Mr. Super Sexy. Ich hab Wege, also um Gottes Willen, aber das ist unser Geheimnis, Schatz. Das ist unser Geheimnis. Das darf keiner wissen, das geht uns öffentlich. Wir zwei ganz großes Tennis. Oh, Baby. Die erste Runde vom CSD ist vorbei. Ich gehe jetzt erstmal zurück ins Hotel, mache mir einen chilligen Nachmittag, damit ich wieder abends fit bin. Und ich sage jetzt schon mal Tschüss und wir sehen uns wieder in Regensburg, denn da geht's morgen hin. Guten Morgen hier noch im Hotel, jetzt geht's gleich zum Frühstücken und dann geht es auch schon ab nach Regensburg. Da bin ich eingeladen zu den Schlossfestspielen und ja, jetzt schauen wir erstmal und gehen erstmal lecker was. Jetzt in Regensburg im Hotel Goliath angekommen. Ihr seht das Zimmer hinter mir, wunderschön hell, so ein bisschen halbrund. Und im Zimmer lagen auch schon die Dinnerkarten für heute Abend. Denn vorm Konzert in den Schlossfestspielen gibt es hier vom Hotel Goliath, das heißt dann vor Ort David und Goliath, Restaurant und Lounge, gibt es so ein Menü serviert. Ich freue mich schon sehr. Ich zeige euch natürlich, und ihr sitzt bei mir wie immer in der ersten Reihe. Gleich werden wir abgeholt und dann fahren wir auch schon zum Schloss und Taxis. Das ist gar nicht weit von hier entfernt. Aber jetzt trinke ich erstmal noch einen kleinen Drink hier in der Lobby. Nach einer ganz kurzen Fahrt, ich glaube 2-3 Minuten, vielleicht waren es auch 5, sind wir jetzt hier im Schloss Turn und Taxis angekommen. Und die ersten Gäste trudeln ein, denn 18 Uhr ist Einlass. Die, die nur zum Konzert kommen, kommen ein bisschen später. Jetzt seht ihr hinter mir den schönen Innenhof. Die ersten Gäste trudeln jetzt auch langsam hier im Restaurantzelt ein. Es gibt ein ganz, ganz tolles Menü. Ja. Neben mir ist die Svetlana, der habe ich zu verdanken, dass ich diesen wunderschönen Abend hier im Schloss Turn und Taxis verbringen darf. Bei dem wunderschönen Schlossfestspiel, ich glaube, ihr macht das schon das 15. Mal, oder? Ja. Ist der Hammer, oder? Ja. Und seid ihr happy, ne? Und jeden, ja, jeden Sommer ist ein wunderschönes Wetter. Das stimmt. Ja. Wir haben so wunderschöne Gäste. Aber es ist Mensch, mein Lieber. Wahnsinnig, wirklich so riesig. So. Danke. Von ganzem Herzen. Vielen lieben Dank. Und wir müssen die Lehrten holen. Sehr genießen. Rolling Keaton. Aber als erstes genieße ich mal ein tolles Kleid. Wir zeigen das mal. Das ist die Gucci Wallpaper Kollektion. Ist die nicht der Hammer? Ich liebe sie. Und liebes Gucci, falls du zuguckst, ich warte immer noch auf die orangen Sneaker der Kollektion. Ich warte.
Angebot, was Markus hat, das wahrscheinlich was nicht auch. Klamotten-Sharing. Ja, das stimmt. So, jetzt vom leckeren Dreigang-Menü begeben wir uns jetzt langsam, aber auch zügig schon, weil zweimal wurde schon geklingelt. Und zu den Plätzen, die sich im Schloss, im Innenhof sozusagen stattfinden, wo die extra so die Tribünen sind da auf. Hinter mir seht ihr jetzt einen Aufbau, der extra für die Schlossfestspiele aufgebaut worden ist. Ach ja, Mensch. Dieses Ambiente, wie beurteilen Sie das oder was sagen Sie als Fachmann, als Lifestyle-Spezialist? Ich liebe es. Also ich kenne es ja schon, ich bin fast jedes Jahr eigentlich da und es ist so wirklich traumhaft. Dieser Innenhof ist fast märchenhaft und ich finde auch die Gastronomie, die angeboten wird, ist wirklich speziell. Also ich finde es wirklich toll und es ist so ein richtig schöner Abend, weil man kommt hier ein bisschen früher her, dann ist meistens die Sonne noch da bei schönem Wetter, die Sonne geht langsam unter, man kann ein Gläschen Champagner trinken, ist das Menü und dann kommt das schöne Konzert und ist auch für jeden was dabei. Klassik, Pop, also heute ein bisschen was Moderneres. Ich freue mich schon sehr drauf. Freuen Sie sich auf Ronan Keating? Auf jeden Fall. Er ist ja ein äußerst charmanter und er ist ein Frauenschwamm, aber leider schon vergeben. Er würde mich jetzt nicht stören, weil er sieht trotzdem hübsch aus. Wenn Sie 5 Sterne zu vergeben hätten, was würden wir hier in Regensburg bei diesem Ambiente von Ihnen bekommen? Also auf einen, glaube ich, wegen dem Adler, das gibt 6 Sterne. Einfach ein Krönchen obendrauf. Da bedanken wir uns ganz recht sakrisch. In der Pause, in der wunderschönen, traumhaften Kulisse hinter mir seht ihr auch das Schloss, trinkt mir jetzt hier erstmal ein Gläschen Tetoji Rosé in diesem Sinne. Seht ihr jetzt die dunkle Bühne schon, denn alles ist abgebaut und nach der Aftershow-Party gehen wir jetzt aber auch zurück ins Hotel. Es war ein Mega-Konzert, es war wirklich schön. Jetzt ist das traumhafte Wochenende auch schon zu Ende. Ihr seht, ich bin nicht mehr im Hotel, sondern bereits zurück im Büro, weil es war so viel Feedback, was ich geben kann, was ich gar nicht hätte sagen können so auf die Schnelle. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Schlossfestspiele sind der Hammer. Ihr müsst da definitiv hin. Die Atmosphäre ist ein Highlight. Ach, das ist wirklich traumhaft. Und natürlich auch das Essen vor Ort, also dass man sich mal vorstellt, das sind 300-400 Gäste, das ist Catering, aber Top-Service, die Mitarbeiter waren so herzlich und freundlich, das Essen war super lecker, wie in einem Restaurant, überhaupt nicht wie in einem Catering. Und ich war schon früh in den Schlossfestspielen und da ist ab und zu ja auch so Takeaway-Essen und Getränke. Und wenn ich mir überlege, dass mich das fast genauso viel gekostet hat, im Stehen zu essen und zu trinken wie das Menü, Leute, Tipp von mir, Schlossfestspiele immer nur in Verbindung mit Menü, weil das ist nicht nur schöner und angenehmer, sondern kostet euch fast genauso viel. Die meisten, die mir schon auf Instagram, YouTube und Facebook folgen, wissen ja, das Hotel Goliath ist meine Anlaufstelle in Regensburg. Place to be in Regensburg. Kein anderes Hotel hält da mit und ich bin das so gerne. Deswegen brauche ich gar nicht mehr erzählen, denn wenn ich immer drin bin, wisst ihr, dass es gut ist. Das Zimmer habe ich euch gezeigt, der Service ist gut, die Lage ist natürlich toll. Zu Fuß in der Fußgängerzone, steinerne Brücke und der Dom in Blickweite. Besser geht's nicht. Ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Es war ein Hammer-Wochenende. Es ist auch so geil, dass man als YouTuber das alles erleben kann. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß zuzugucken, wie ich habe, dabei zu sein. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, bleibt also dabei. Daumen hoch für das Video. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und hier oben habe ich ein Video, das könnte dir gefallen. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.